Frühlingsanfang ist, wenn zwischen Mailand und Sanremo ein Radrennen stattfindet. Die La Primavera, die Classicissima, der Klassiker der Sprinter oder einfach Mailand-Sanremo, MSR. Es ist das erste der fünf großen Monumente und der Beginn der Frühjahrsklassiker. Die Strecke bietet traditionell nur wenig Herausforderungen, aber schon seit 1907 ausgetragen ist die reine Länge von knapp 300 Kilometer, was das Rennen so besonders macht. Es ist das längste Rennen, es ist das kürzeste Rennen. Die neutrale Phase dauert in der Regel 6 Stunden, aber wenn das Feld erst einmal an der Einfahrt zur Cipressa ist, werden keine Fehler mehr verziehen. Die gesamte Rennaction ist komprimiert auf die letzten 20 Kilometer. Zuerst die Cipressa, mit 4 Kilometer fast 5%, oben raus wird's etwas flacher, danach der Poggio. Sogar etwas kürzer, etwas flacher, aber mit fast 40 km/h ist die Geschwindigkeit im Rennen so hoch, dass die Fahrer sogar berghoch in die Kurve bremsen müssen. Früher war Mailand-Sanremo ein Sprinterrennen, aber jetzt nicht mehr. Und alles wegen ihm, Tadej Pogacar. Aber man kann ihm wohl nicht allein die Schuld zuschreiben, er ist ja nicht Juan Bernat. Bora Hansgrohe mit Peter Sagan und Alaphilippe für das alte Team Lidl haben da auch ihren Anteil. Aber schauen wir uns das mal an, wie hat sich das Rennen so die letzten Jahre entwickelt? Das hier ist Mailand-Sanremo 2015. Da kommt noch eine 25-Mann-Gruppe zusammen auf die Via Roma zum Sprint. Wir sehen noch eine richtige Sprintvorbereitung mit Anfahrern und richtigen Sprintzügen. Achtet auf den Fahrer mit dem schwarzen Schriftzug mit dem Giant-Logo, das ist John Degenkolb. Er gewinnt den Sprint vor Alexander Kristoff und Michael Matthews. Das ist Mailand-Sanremo 2016. Achtet auf Peter Sagan im Weltmeistertrikot für Bora Hansgrohe. Hier eine 35-Mann-Gruppe, noch geordnete Sprint-Anfahrzüge. Aber im Quickstep-Trikot Gaviria stürzt, Peter Sagan verliert einige Positionen, ist danach im Sprint relativ schlecht positioniert. Den Sprint eröffnet Lotto Soudal für Jürgen Rolands. Aber den größten Antritt hat Arnaud Demar im FDJ-Trikot, weiß mit blauen Lilien. Er gewinnt den Sprint vor Jürgen Rolands und Ben Swift. 2017, neue Strategie von Peter Sagan. Er attackiert schon auf dem Poggio, 6,2 Kilometer vom Ziel entfernt. Nur Kwiatkowski und Alaphilippe sind aufmerksam und springen dem Slowaken hinterher. Die Dreiergruppe schließt auf der Abfahrt auch zusammen und schafft es tatsächlich, sich mit einem knappen Vorsprung vor dem größeren Verfolgerfeld bis ins Ziel zu retten. Den Hauptteil der Führungsarbeit überlassen die zwei Peter Sagan. Er versucht einen sehr, sehr langen Sprint von 250 Metern zu fahren, ist allerdings zu weit und so schaffen es Kwiatkowski und Alaphilippe gerade so auf gleiche Höhe und Kwiatkowski schiebt sein Vorderrad vorbei. 2018, Peter Sagan lässt von Bora Hansgrohe harte Tempoarbeit rein in den Poggio machen, um möglichst viele Sprinter abzuhängen. Der Fahrer, der von der Tempoarbeit aber richtig profitiert, ist Vincenzo Nibali, der eine Konterattacke fährt und sich noch auf dem Berghochstück zum Poggio absetzen kann. Er geht mit etwa 11 Sekunden Vorsprung in die Abfahrt rein und kann seinen knappen Vorsprung aufgrund von einer schlecht koordinierten Nachführarbeit der folgenden Mannschaften bis ins Ziel rein retten. Gewertet wird er zeitgleich, aber er kann richtig den Solo-Sieg genießen und jubeln, während das heranjagende Feld es nicht mehr schafft, an ihm vorbeizusprinten. Vincenzo Nibali, der Haifa Messina. Gewinn vor Caleb Ewan und Arnaud Demar. 2019, Alaphilippe attackiert diesmal 6,3 vom Ziel auf dem Portioberg hoch. Er kann sich allerdings nicht richtig absetzen, weil die zuvor schwere Tempoarbeit ein bisschen fehlt. Stattdessen schließt eine Gruppe von Weltklasse-Puncheuren zu ihm auf. Wir haben Peter Sagan, Alejandro Valverde, Wout van Aert, Michael Matthews, Matteo Trentin, Julian Alaphilippe, Michael Kwiatkowski. Aber die vielleicht schlechtesten Karten im Sprint hat der junge Mohoric. Er versucht es mit einem extra langen Sprint, um die anderen zu überraschen. Das endet jedoch als perfekter Anfahrzug für Julian Alaphilippe. Der sagt Danke und gewinnt vor Oliver Nasen und Michael Kwiatkowski. Mailand-Sanremo 2020, Alaphilippe attackiert wieder 6,4 Kilometer vom Ziel auf dem Poggio, am Hinterrad sitzt Wout van Aert. Die zwei setzen sich ab, Alaphilippe kriegt sogar noch eine kleine Lücke zu van Aert, geht zuerst in die Abfahrt rein, aber der Weltklasse-Abfahrer ist gar nicht so Weltklasse, er versteuert sich hier in der Kurve leicht, das gibt Wout van Aert wieder die Chance aufzuschließen, die zwei gehen zusammen auf die letzten Kilometer. Alaphilippe am Hinterrad eigentlich in der besseren Ausgangssituation, aber Wout van Aert durchaus im Sprint nicht zu unterschätzen. Beide belauern sich, wie weit kann man es rausverzögern, bevor die anderen von hinten kommen. Warten, warten, der Sprint geht los, Alaphilippe auf gleicher Höhe, aber Wout van Aert gewinnt um Reifenstärkenbreite.
2021, ganz neue Idee, Alaphilippe attackiert bei 6,4 Kilometer zu fahren, Wout van Aert am Hinterrad, aber die zwei setzen sich nicht richtig ab. Auf der Abfahrt gibt's vielleicht sogar den einen oder anderen Sturz. In der Abfahrt schauen sich die Favoriten gegenseitig ein bisschen an. Wout van Aert, Alaphilippe, Max Schachmann, Mathieu van der Poel, Caleb Ewan, keiner will so richtig fahren. Dann ein Angriff von Jasper Stuyven. Danach schafft es, Søren Krogh Andersen zu ihm aufzuschließen. Stuyven pokert und überlässt komplett die Führungsarbeit Søren Krogh Andersen. Der Junge möchte vielleicht nur seinen zweiten Platz bei Milan Sanremo verteidigen, wäre auch für ihn das größte Ergebnis seiner jungen Karriere. Und Stuyven, in perfekter Ausgangssituation, wird vom jungen Dänen quasi zur Ziellinie gebracht. Stuyven gewinnt, Krogh Andersen wird sogar noch übersprintet, Caleb Ewan und Van Aert folgen auf den weiteren Plätzen. 2022 UAE ändert die Spielregeln. Schon bei der Einfahrt zur Cipressa, also dem vorletzten Anstieg, wird das Tempo so hochgezogen von Davide Formolo, dass hinten die Sprinter reihenweise abgehängt werden. Nur eine winzige Gruppe von gerade mal 20 Mann kommen zusammen über die Cipressa und in die Einfahrt unten vom Poggio hochgefahren. Die Favoriten sind bereits bei der Einfahrt zum Poggio unter sich. Bei 8,2 erfolgt schließlich der Angriff, wie erwartet, von Tadej Pogacar. Am Hinterrad sitzt Wout van Aert. Aber so richtig will die Lücke nicht aufgehen. Das Tempo geht nochmal raus. Søren Krogh Andersen geht in die Konterattacke. Tadej Pogacar, jetzt zweiter Versuch. Wout van Aert sieht es. Ein paar Meter gehen auf. Am Hinterrad von Van Aert sitzt Mathieu van der Poel. Und wir gehen mit 4 Mann in die Abfahrt. Vorne führt Krogh Andersen, danach Tadej Pogacar, Van Aert, Mathieu van der Poel. Und mit ein bisschen Rückstand geht als fünfter Fahrer Matej Mohoric in die Abfahrt. Aber Mohoric ist vorbereitet. Mit einer absenkbaren Sattelstütze kann er wesentlich schneller bergunter fahren als alle anderen Fahrer. Erst schließt er die kleine Lücke zu den 4 Favoriten vorne, oder 3 Favoriten, und setzt sich dann von der weiteren Gruppe ab. Er lässt es wirklich sehr gut rollen in der Abfahrt. Bisschen fragwürdig, was hier an Sicherheitsvorkehrungen herrschen. Könnte man auch mal irgendwie ein bisschen was polstern oder ein paar Fangnetze aufstellen. Aber na gut, wer hätte schon erwartet, dass Milan Sanremo in der Abfahrt schnell gefahren wird. Mohoric schafft auf jeden Fall, seinen kleinen Vorsprung zu verteidigen und gewinnt Milan Sanremo aufgrund einer absenkbaren Sattelstütze. 2023, neuer Versuch für UAE, das Tempo richtig hochzuziehen für Tadej Pogacar. Die sind allerdings bei der Einfahrt zur Cipressa ein bisschen schlecht positioniert und im Grunde genommen erst nach dem Steilstück wirklich vorne am Tempo machen. Das heißt, so richtig geht's dieses Jahr nicht auf. Eine etwas größere Gruppe geht in die Abfahrt runter Richtung Poggio. Dafür allerdings das Team UAE noch mit mehr Mannschaftsstärke bei der Auffahrt zum Poggio, sodass Tadej Pogacar nicht direkt bei 8 Kilometer alleine attackiert, sondern erst noch ein bisschen Tempoarbeit bekommt, hier in Form von Tim Wellens. 7,4, also da, wo Pogacar letztes Jahr schon solo attackiert hat, sitzt er jetzt in perfekter Vorarbeit am Hinterrad von Tim Wellens, der für ihn das Tempo hochzieht. Das Feld ist langgestreckt in einer Reihe und hinten gehen schon die ersten Lücken auf. Erst bei 6,6 Kilometer vom Ziel, also die alte Alaphilippe-Distanz, erfolgt schließlich die Attacke von Tadej Pogacar. 4 Fahrer setzen sich ab, Pogacar vorne, Philipp Ogana am Hinterrad, kleine Lücke, Wout van Aert, dann folgt Mathieu van der Poel, der lässt sich vom Van Aert ranziehen und attackiert drüber, geht solo in die Abfahrt und danach folgen die drei großen Favoriten Pogacar, Ganna, Van Aert. Keiner will, keiner kann die Lücke mehr schließen und so gewinnt Mathieu van der Poel 62 Jahre nach seinem Großvater Raymond Poulidour Milan Sanremo. Vor Filippo Ganna und Wout van Aert. Das Rennen hat sich also verändert. UAE bringt Pogacar mit 6 Bergfahrern an den Start und verzichtet auf ihren besten Sprinter, Pascal Ackermann. Die Jungs von Bora, die sich nur auf den Sprint mit Sam Bennett vorbereitet haben, müssen also 6 Stunden mit dem Gefühl nach Sanremo fahren, dass UAE sie heute Nachmittag auf dem Anstieg vermöbeln wird. Nice. Die anderen Mannschaften haben schon reagiert und ihre Sprinter gleich zu Hause gelassen. Kein Jakobsen mehr für Quickstep, kein Phil Bauhaus für Bahrain, kein Viviani für Ineos, kein Nisolo für Israel bei Milan Sanremo 2023. Schafft Pogacar dieses Jahr einen Sieg bei Milan Sanremo? Es ist für ihn wahrscheinlich das schwerste der 5 Monumente. Und schafft Bora Hansgrohe es nochmal in die Top 10? Schreibt eure Meinung in die Kommentare.